Warum kriege ich und habe ich keinen flachen Bauch, sondern habe eher mit der Problematik Bauch zu tun? Einen Bauch, mehr oder weniger, muss nicht nur damit zu tun haben, dass ich zu viel Körperfett habe. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, besonders häufig auch schlanke Menschen, Frauen, wie aber auch Männer, die trotzdem so einen Bauch haben. Du hast vielleicht schon eine Diät hinter dir, du hast vielleicht schon versucht abzunehmen, du hast dein Körperfett reduziert und trotzdem will dieser Bauch einfach nicht flach werden. Wir reden nicht vom Sixpack, wir reden davon, einen schlanken, möglichst flachen Bauch zu haben. Die Ursache gibt es natürlich, oder für die Ursache gibt es natürlich mehrere Gründe. Häufig ist es aber tatsächlich so, dass zwei besondere Themen dazu beitragen, dass wir den Bauch nicht so flach bekommen und haben, wie wir es uns das gerne wünschen oder hätten. Das kann natürlich durch eine Schwangerschaft sein, da hängen noch ein paar andere Faktoren mit dran, mit Abschwächung der Muskulatur, mit Dehnung der Muskulatur und so weiter, gerade wenn die Frauen einen sehr, sehr großen Schwangerschaftsbauch hatten. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt gar nicht an der Stelle behandeln. Sondern zwei Themen wollen wir hier an dieser Stelle einfach mal behandeln, wo ich euch vielleicht ein paar kleine Sachen mit an die Hand geben möchte, wie ihr dazu beitragen könnt, selber, ohne dass ihr groß ins Fitnessstudio oder sonstiges müsst, um vielleicht die Geschichte flacher Bauch etwas zu unterstützen. Zwei Themen, und zwar das eine ist die Beckenstellung tatsächlich. Die hat sehr entscheidend damit zu tun, nicht nur mit dem flachen Bauch, das geht nachher bis hin zu Verspannungen im Rücken- und Halsbereich, was damit einhergeht. Und das zweite ist, und das ist, was viele Leute nicht denken, ist unser Zwerchfell. Denn das Zwerchfell ist für viele eine wirklich Herausforderung, denn häufig atmen wir zu flach. Das heißt, es kommt zu einer Verkürzung und gleichzeitig Abschwächung vom Zwerchfell. Das ist also je nachdem verschieden. So. Dann haben wir das Problem, wer viel Stress hat, atmet meistens schneller und dadurch auch viel flacher. Das heißt, durch diese falsche, zu flache Atmung haben wir halt das Problem, dass sich auf die Geschichte flacher Bauch zum Beispiel mit auswirkt. Wir werden jetzt mal ein paar Dinge besprechen und ich werde euch ein paar Übungen zeigen, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr zum einen wieder eine bessere Atmung bekommt und zum anderen vor allen Dingen auch, dass der Bauch wieder flacher wird. Als erstes wollen wir mal daher gehen und das kriegt man dann sehr schön mit, wenn wir zum Beispiel die Hüftstellung uns mal angucken. Das heißt, häufig ist es so, dass wenn die Hüfte nach hinten steht, das heißt, wenn der Hintern sozusagen nach hinten rausgeht, der Bauch weiter nach vorne kommt. Das heißt, viele stehen von der Hüftstellung her falsch und wenn ihr euch da mal drauf konzentriert, stellt euch gerade hin, schiebt den Hintern nach hinten, dass ihr einfach mal merkt, okay, wie stehe ich denn jetzt? Hüfte nach hinten. Ne? Ihr merkt schon, ihr könnt das üben auch. Ne? Häufig ist es eine Fehlstellung, einfach nur mal zu sehen, okay, wie ist es? Um das Gefühl zu kriegen, dass ihr wirklich die Hüfte wieder gerade hinbekommt, dass ihr also sozusagen die Hüfte nach vorne schiebt, der Bauch dadurch auch flacher wird, könnt ihr euch gerade hinstellen und konzentriert euch, die Hüfte einfach mal nach vorne zu kippen. Ihr merkt schon, der Bauch wird dadurch flacher, wieder lösen und wieder hoch. Wieder lösen. Wieder hoch. Lösen. Hoch. Das Ganze macht ihr 4 bis 5 Mal. Könnt es auch 10 Mal machen, aber 5 Mal ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, konzentriert euch darauf, dass ihr wirklich die Hüfte praktisch gerade nach oben dreht, nach vorne dreht, nicht nach oben, nach vorne dreht, um einfach auch das Gefühl wieder der geraden Hüftstellung zu bekommen. Das nächste
Was wir vielleicht an der Stelle einfach mal auch machen können, ist, dass wir die Atmung uns mal anschauen. Ihr habt davon sicherlich schon gehört und auch viele machen das auch, aus dem Yoga-Bereich zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn ich einatme, Bauch nach vorne schieben, ausatmen, Bauch nach innen. Also einatmen, Bauch nach außen. Ich übertreibe das jetzt bewusst ein bisschen. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ihr wirklich bewusst durch den Bauch einatmet, also den Bauch nach vorne schiebt, wird das Zwerchfell gesenkt und somit auch gekräftigt. Wenn ihr euch also bewusst hinstellt, ganz bewusst einatmen. Kurz halten. Um das auch mal bewusst zu üben, die Atmung also auch wieder richtig zu üben, dass ihr wirklich nicht zu flach atmet, sondern auch wirklich kräftig ein- bzw. ausatmet, um das Zwerchfell auch gleichzeitig zu trainieren, also zu kräftigen, macht ihr Folgendes. Ihr atmet tief ein, Bauch geht nach außen, ausatmen, Bauch geht nach innen. Außen, geht nach innen. Aus. Aus. Einatmen. Ausatmen. Das Ganze könnt ihr 5 bis 10 Mal machen. Wenn ihr das einmal am Tag macht oder alle 2 Tage, also einmal am Tag wäre optimal, dann trainiert ihr das Zwerchfell schon in dem Fall. Weil viele haben auch das Problem, wenn das Zwerchfell zu schwach wird, gerade auch bei den Männern, das hängt natürlich auch mit dem Essen und mit den Sachen, die wir trinken, zusammen, aber gerade auch bei den Männern ist es häufig so, dass das Zwerchfell an Kraft verliert, dass die Organe dann viel mehr auch nach außen drücken können, weil nicht nur die Bauchmuskulatur zu schwach ist, sondern auch das Zwerchfell. Also das hat beides damit zu tun. Und umso wichtiger ist es, wenn wir älter werden, nicht nur die Jüngeren, sondern auch wenn man älter wird, dass man darauf achtet, um auch wirklich die Flexibilität zum einen und die Kräftigung vom Zwerchfell und natürlich auch die Bauchmuskulatur, die Stärke, da wirklich auch aufrechterhalten zu können und zu verbessern. So, der Effekt, den ihr beim Einatmen habt, mit dem Bauch nach außen, gleichzeitig die Hüftstellung vernünftig, dass also die Hüfte nach vorne kommt. Und wenn ihr dann ausatmet, in dem Augenblick, wo ihr ausatmet, geht der Bauch nach innen. Jetzt könnt ihr Folgendes machen, um das Zwerchfell, weil wenn wir nämlich ausatmen, wird das Zwerchfell nach oben geschoben. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir ausatmen, dehnen wir das Zwerchfell nach oben. Viele haben diese Problematik heute schon oder haben die Problematik schon, dass sie durch Stress, dass sie durch verschiedene äußere Bedingungen, die häufig dazu führen, dass sie schnell atmen, weil sie halt vielleicht wenig Luft bekommen, dass sie dadurch kurzatmig werden. Und durch diese Kurzatmigkeit haben wir zum einen den Effekt, dass wir nicht genug Sauerstoff aufnehmen, das kommt noch dazu, aber auch, dass das Zwerchfell zum einen die Kräftigung, also die Stärke verliert und aber auch die Flexibilität. Um das zu verbessern, könnt ihr natürlich diese Übung machen, wie gesagt, dass ihr einatmet, Bauch nach außen und ausatmen nach innen. Und wenn ihr nach innen geht, tief ausatmen, sodass das Zwerchfell maximal in Dehnung kommt. Ihr könnt das auch mit einem Stuhl machen, wenn ihr euch auf einen Stuhl aufstützt. Ich zeige es euch jetzt mal ohne Stuhl, dass ihr wirklich sagt, ihr atmet ein durch den Bauch und jetzt aus und ziehen das Zwerchfell den Bauch nach oben. Also das Bauch nach innen, Zwerchfell nach oben. Ein.
durch diese beiden Übungen habt ihr also den Effekt, dass ihr zum einen natürlich das Zwerchfell kräftigt und wenn ihr ausatmet, gleichzeitig natürlich auch in dem zweiten Atemzug das Zwerchfell dehnen könnt. Die Atmung wird wieder besser, ihr könnt wieder viel effektiver atmen, ihr nehmt mehr Sauerstoff auf und vor allen Dingen, ihr bekommt einen schönen flachen Bauch. Hüftstellung, Atmung, das sind die beiden Stellschrauben in dem Fall, die ihr für euch zu Hause trainieren könnt. Wenn ihr das Ganze 5 bis 10 Mal macht am Tag, dann habt ihr für euch schon einen riesengroßen Unterschied gemacht und vor allen Dingen, ihr werdet schnell merken, relativ schnell merken, dass es auch nicht nur die Körperhaltung, sondern auch der Bauch flach wird. Sonst sieht er so aus. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben, aber wie gesagt, häufig ist es so, dass Zwerchfell, Bauchmuskulatur und aber auch, und jetzt geht es nämlich weiter, da wollen wir heute aber gar nicht drauf eingehen, die Rückenmuskulatur auch damit zu tun hat. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass ihr das einfach mal probiert, dass ihr wirklich mal für euch diese Technik, Hüftstellung, mal gucken, okay, wie stehe ich eigentlich, könnt ihr auch im Spiegel machen, Hüfte nach vorne schieben, die Hüfte leicht aufdreht, dann merkt ihr schon, wie der Bauch flacher wird und in der zweiten Geschichte dann die Einatmen durch den Bauch, ne, und Ausatmen nach innen. Einatmen und bewusst auch das Zwerchfell mal nach oben ziehen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, euer Coach Raimund.